Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Der heutige Wochenüberblick der Nachrichten aus der Kalenderwoche 16 wurde vom Tesla Model 3 beherrscht. Die unterschiedlichsten Themen werden wir hier heute natürlich in den News betrachten. Dann geht es bei Porsche mit Mission E weiter. Ich werde euch die Punkte zeigen, die hier relevant sind. Und dann werde ich nochmal an die letzte Woche anknüpfen. Und zwar geht es um das Thema VW und Elektromobilität. Dort habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden, der mich ehrlich gesagt völlig überrascht hat und auch sehr positiv gestimmt hat. In den Kommentaren hatte ich gelesen, dass der ein oder andere bedauert, dass jetzt nicht mehr täglich News kommen und meinte, dass die Videos ja jetzt unregelmäßig kommen. Das ist also nicht der Fall. Nach wie vor wird es so sein, dass Sonntag, Dienstag und Donnerstag die Informationsvideos kommen und am Samstag die News mit dem Wochenüberblick. Das heißt also, du kannst dich auf diese Videos, auf diese 4 Videos pro Woche auf jeden Fall verlassen. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich noch ein paar extra Videos machen, denn ich habe so viel zu erzählen, so viel zu berichten, dass ich nicht weiß, ob diese 3 plus ein Video pro Woche wirklich ausreichen werden. Aber ich kann es eben halt jetzt noch nicht garantieren, dass da noch weitere Videos kommen. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie ich meine Zeit einteilen kann. Denn wie gesagt, ich mache das in der Freizeit, in der zusätzlichen Zeit. Und dementsprechend kann ich das natürlich nicht so perfekt planen. Auf geht's zu den News. Bei Porsche geht's voran. Unter anderem jetzt auch in Amerika. Bis Ende 2019 werden mindestens 500 Schnelllader bei den Porsche-Händlern aufgebaut. Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Strategie ist, dass man jetzt bei den Händlern die Schnelllader für Porsches Elektroautos aufbaut. Ich hätte sie eher zusätzlich auf jeden Fall noch an entsprechenden Verkehrsknotenpunkten aufgebaut, denn die Läden sind ja nicht unbedingt immer an den Stellen, wo man schnell laden muss. Und so häufig, hoffe ich, muss man als Porsche-Kunden nicht zu seinem Porsche laden, um irgendwas reparieren zu lassen. Insofern weiß ich nicht, ob das da Sinn macht. Aber es sieht zumindest so aus, dass jetzt hier die Schnelllader aufgebaut werden. Immerhin 500 Schnelllader bis 2019. Wie du vielleicht weißt, hat Tesla insgesamt 400 Schnelllader in ganz Deutschland. Also das ist schon eine interessante Zahl, wobei Amerika natürlich deutlich größer ist. Noch eine weitere Nachricht zum Thema Mission E. Man kann ihn jetzt in Norwegen reservieren. Das sind so rund 2.000 € fällig, um dann Ende 2019, wenn er in den Handel kommt, eines der ersten Exemplare zu erhalten. Ein Blick auf ein fahrfähiges Exemplar kannst du hier in diesem kurzen Video auch nochmal werfen. Das zeigt allerdings wirklich nur einen ganz kurzen Ausschnitt, wie ein Testfahrer bei einem Schnellrestaurant sich was zu essen kauft und dann mit dem Auto wegfährt. Aber ganz interessant, er ist also auch jetzt hier in Europa als erstes in Norwegen reservierbar. Eine richtig gute Nachricht für die deutschen Autohersteller, aber natürlich auch für Tesla, ist, dass China den JV-Zwang für ausländische Autohersteller aufhebt. Bisher war es ja so, dass man, wenn man zum Beispiel in China ein Auto bauen möchte, das immer gemeinsam machen musste mit einem einheimischen Unternehmen, sprich in einem Joint Venture, in einem Gemeinschaftsunternehmen. Jetzt ist es so, dass noch in diesem Jahr diese Beschränkung fallen soll, allerdings nur für Autohersteller, die Elektroautos bzw. Plug-in-Hybride bauen. Für die anderen ist es so, dass das erst 2020 oder später fällt. Ich denke, das wird noch einen richtigen Impuls geben, sodass dann auch einige deutsche Autohersteller in China Elektroautos bauen werden und wir natürlich hier in Deutschland und Europa davon profitieren werden, was sie dort für Erfahrungen machen. In einem der letzten News hatten wir darüber gesprochen, die Monatsthese von Electrif.net. Und zwar geht es hier um die These, sollte man nur noch elektrisch in die City fahren. Die Auswertung dieser Monatsthese findet ihr in dem Artikel. Lest euch die These und deren Auswertung in Ruhe durch. Für mich war es jetzt nicht überraschend, aber die Erkenntnisse daraus sind natürlich auch sehr interessant. In den Diskussionen habe ich immer wieder gehört, so nach dem Motto, ja, Ultraschnellladenetz, das passiert ja gar nicht, das gibt es nur auf dem Papier, es gibt ja keine echte Alternative und es gibt auch keine Elektroautos, die laden können.
Jetzt ist es so, dass IONITY den ersten HPC, also den Ultraschnellladestandort, in Betrieb genommen hat in Deutschland. Und zwar am Standort Brohltal Ost an der Autobahn A61. Und was ich hier ganz interessant finde, es sind sechs Lader parallel. Also das heißt, man hat hier wirklich sechs Ladestationen, sechs CCS-Ladestationen parallel. Und auch die Lage ist ganz interessant. Vielleicht könnt ihr das auf dem Foto hier ganz gut sehen. Und zwar ist die Ladestation in direkter Nähe zur Tankstelle und nicht so wie häufig auf Tank- und Rastparkplätzen, wo man dann irgendwie in den hintersten Winkel in die letzte Reihe geführt wird und sich dann da irgendwo die Ladestation suchen muss. Also das ist schon deutlich prominenter, ist sinnvoller, weil man ja da auch entsprechend dann besser zu den Toiletten kommt, weil es eben halt nachts dann auch sehr wahrscheinlich besser beleuchtet ist. Und man nicht in irgendeiner dunklen Ecke sich da mit LKW-Fahrern um den Ladeplatz prügeln muss, weil die da ihre LKWs abgestellt haben, mangels Platz. Also sehr interessante Erkenntnis. Es ist natürlich so, wenn du jetzt ein CCS-ladefähiges Auto hast, kannst du hier problemlos laden, auch wenn du nicht 350 kW Ladeleistung hast, hat im Moment ja noch keiner, dann wird das entsprechend heruntergeregelt. Also hier sechs neue parallel vorhandene Ladestationen an dem Standort Brohltal Ost. Das finde ich super, denn es ist ja so, dass man immer so ein schlechtes Gefühl hat, wenn man auf der Strecke unterwegs ist und weiß, da ist nur ein Lader an der Tankstelle. Man weiß nie, ist jetzt dort jemand, der gerade lädt und den Lader blockiert oder nicht. Und mit sechs hat man hier schon eine wirklich gute, ja, eine im Moment hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, wenn alle funktionieren, dass man dort laden kann. Weil ja nicht an jedem Standort eine so hohe Anschlussleistung vorhanden ist, gibt es, darüber hatten wir auch schon gesprochen, Pufferspeicherlösungen. Und jetzt wird hier in Achim eine Power Innovation Schnellladecontainer-Lösung vorgestellt. Und zwar ist es so, dass man selbst wenn man einen kleinen Anschluss hat, also Netzanschluss von 50 kW, hier trotzdem 350 kW Ladeleistung zur Verfügung stellen kann, und zwar im Ladespannungsbereich von 200 Volt bis 920. Vielleicht weißt du es, mein Tesla Model S hat zum Beispiel eine Ladespannung von 350, die größeren Akkus haben 400 Volt und Porsche will ja mit einem 800-Volt-System auf den Markt kommen. Sprich, hier können dann nachher dann auch die Porsche Mission E mit voller Leistung laden. Also eine interessante Lösung, zwar nicht die hübscheste, es ist einfach, ich würde mal sagen, ein Bau- oder Überseecontainer. Ich kann das von der Größe nicht so richtig einschätzen, der dann für die Pufferspeicher dort bereitsteht. Wichtig ist ja, dass die Ladeleistung hier zur Verfügung steht. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Lösung. Dann habe ich ein spannendes Video gefunden über den I-Pace, und zwar Fully Charged fährt hier den I-Pace, und zwar wirklich umfangreich. Also die fahren selber, das habe ich bisher ja auch noch nicht gesehen, dass jemand den über eine etwas längere Strecke selber gefahren ist, natürlich noch auf abgesperrtem Gelände. Aber sie haben auch ein aufgeschnittenes Modell, an dem sie dann ein sehr interessantes Interview führen, und zusätzlich wird dann auch nochmal über das Design diskutiert. Also ein wirklich interessantes Video kann ich jedem empfehlen, sich das anzuschauen, um auch einfach mal so den Hintergrund zu verstehen, wie ein Elektroauto aufgebaut ist, wie es konzipiert wurde, was in welchem Zusammenhang wie bedacht worden ist. Und dieses Video gibt all die Antworten auf diese Fragen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, diese Woche war Tesla Model 3 lastig. Also ich war in meinen Messenger-Gruppen einer Flut von Bildern und Informationen rund um das Thema Model 3 ausgesetzt. Lag auch einfach daran, dass Jojo, der ja auch schon in Amerika eine große Tour für die Bereitstellung seines Model 3 zur Probefahrt gemacht hat. Und der ist nach Deutschland gekommen. Das war insofern auch nochmal ganz interessant, weil ich dort auch noch einige Erkenntnisse gewinnen konnte. Ich habe ja ein Video gemacht zum Thema, warum man sich kein US-Modell kaufen sollte, was hier in Deutschland ja gerade angeboten wird, zum Beispiel bei Mobilem. Und das hat sich also auch bewahrheitet. Im Prinzip ist es noch schlimmer, in Anführungsstrichen, als gedacht. Denn Jojo kann also den Supercharger nicht nutzen, selbst
obwohl er einen Adapter hat, der ihm das eigentlich ermöglichen sollte. Aber es sieht so aus, als ob der Supercharger das Model 3 nicht kennt, nicht laden will. Es ist unklar, woran es liegt, ob es am Auto liegt oder daran, dass das insgesamt beim Model 3 nicht geht. Also sprich, ob Tesla dieses Model 3 für die Supercharger-Nutzung in Europa gesperrt hat oder nicht. Denn Tesla hat gesagt, wir unterstützen dich nicht bei dieser Tour, dass du das Model 3 fast ein Jahr vor dem Marktstart in Deutschland hierher bringst. Und insofern muss er einphasig mit maximal 11 kW am Typ 2 Lader über einen Adapter zu seinem Typ 1 laden. Das ist natürlich für ihn eine große Herausforderung, auch wenn das Auto eine entsprechende Reichweite hat. Der Akku fasst ja so um die 75 Kilowattstunden. Das heißt, den mit 11 kW aufzuladen, dauert eben halt auch eine Weile. Also das heißt, hier geht es jetzt aber im ersten Bericht erstmal um das Fertigungsthema. Und zwar ist es so, dass die Fertigung unterbrochen worden ist. Im ersten Moment hört sich das erstmal schlecht an, im zweiten Moment ist es dann richtig gut, denn die wurde unterbrochen für 4, 5 Tage, um die Produktion umzustellen. Es hat sich wohl herausgestellt, dass sie zu sehr automatisiert worden ist und dadurch nicht so gut skalierbar, also erhöhbar gewesen ist, und deswegen wird dort weiter justiert. Im ersten Quartal baute Tesla fast 10.000 Model 3 mit einer stark steigenden Tendenz. In der letzten Märzwoche sind 2020 Model 3 vom Band gelaufen. Geplant waren ja 2500. Was ich bei der Diskussion immer ein bisschen unfair finde, dass wir hier über Zahlen sprechen, die andere Autobauer selbst in Monaten nicht erreichen. Aber da haben wir noch einige andere Artikel, gehen wir darauf einfach nochmal ein. Elon Musk erhöht den Druck auf Mitarbeiter und Zulieferer, denn er hat das Ziel, Ende Juni 6.000 Fahrzeuge wöchentlich zu bauen. Er sagt ganz deutlich, er strebt das an. Wahrscheinlich, wenn er jetzt nur 5.900 produzieren lassen kann, wird er auch wieder eins auf den Deckel bekommen. Das finde ich halt ein bisschen unfair, ne? Denn wenn man sich überlegt, 6.000 Fahrzeuge pro Woche, das sind 24.000 Fahrzeuge im Monat. Und dann hört man auf der anderen Seite, dass in diesem Jahr vom Kona zum Beispiel nur 18.000 gebaut werden sollen, und davon sollen wahrscheinlich nur 6.000 in die Welt verschifft werden. Der Rest ist für den Heimatsmarkt. Dann sieht man mal, um welche Dimensionen es hier geht. Natürlich haben wir auf der anderen Seite 400.000 bis 500.000 Vorbestellungen, die abzuarbeiten sind. Aber mit 24.000 produzierten Fahrzeugen, wie gesagt, das ist ein Ziel, Ende Juni kommen hier wirklich namhafte Mengen auf den Markt. Und die Skalierung, also die Erhöhung der Produktion, ist ja nach wie vor angedacht. Also insofern ganz interessant, was hier alles in Bewegung ist. Es sieht so aus, dass die Produktion immer schneller vorangeht und hier das Model 3 dann auch immer wahrscheinlicher Anfang 2019 dann auch in Deutschland ist. Ich habe da noch einen weiteren Artikel zu rausgesucht von Heise Online, der das auch nochmal beleuchtet. Fand ich ganz interessant. Und wie gesagt, das Model 3 hatte hier unter anderem auch im Ladepark beim Bäcker Schüren in Hilden ein Stelldichein. Hier sind ganz interessante Bilder entstanden mit vier weißen Tesla nebeneinander, sodass man das auch nochmal ganz gut so vom Größenvergleich sehen kann. Ich hatte gestern auch nochmal ein Video gesehen aus Wiesbaden. Was ich ganz interessant finde, wenn man das Model 3 so sieht, wie es fährt, das ist extrem wendig. Also für das Auto dieser Größe, es ist ja 4,70 Meter lang und an den Spiegeln 2,08 Meter breit, ist es erstaunlich wendig. Juju hat er dann auch bei der offenen Fragerunde gesagt, dass das auch dazu geführt hat, dass er da an der einen Seite einen Kratzer hat, weil eben ein Testfahrer einfach die Wendigkeit unterschätzt hat und dann eben ein Hindernis mitgenommen hat. Also insofern ganz interessant, wie wendig das Fahrzeug ist, und ich bin gespannt auf eine erste Probefahrt, wo ich dann auch alles vernünftig testen kann.
Denn ich hatte jetzt nicht Interesse, irgendwie irgendwo hinzugehen, wo ich mich nur kurz reinsetzen und nur Teile des Autos testen kann. Denn hier ist es ja so, dass auch das Navi nicht funktioniert in Deutschland und er dementsprechend ja hier mit so einem leeren Bildschirm durch die Gegend fährt, was die Navigation angeht. Dann gab es auch noch neue Erkenntnisse zum Thema Akkualterung bei Tesla-Autos. Hier könnt ihr euch nochmal die Statistik anschauen, wenn euch das interessiert. Kernaussage ist, dass die Batterien selbst nach 300.000 Kilometern Laufleistung eine Restkapazität von 90% aufweisen. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass das Entscheidende auch für die Haltbarkeit der Akkus das Thermomanagement ist. Wir hatten ja dieses Thema in den letzten Wochen vom Nissan Leaf, dieses Rapid Gate, also sprich die fehlende Thermal, also die fehlende Heiz- oder Kühlfunktion beim Nissan Leaf, die dazu führt, dass so nach zwei Schnellladungen keine hohen Ladegeschwindigkeiten mehr möglich sind und man den Nissan Leaf nur für, ich sag mal, Kurzstrecke verwenden kann. Denn wenn wir ehrlich sind, reden wir hier von 600 Kilometern, die man mit dem Nissan Leaf fahren kann, bevor die Ladeleistung so in den Keller geht, dass man nicht mehr von Schnellladung reden kann, wenn das Auto dann nach diesen 600 Kilometern erstmal in Ruhe gelassen wird und abkühlen, also der Akku abkühlen kann, dann kann man natürlich auch wieder die 600 Kilometer zurückfahren. Was man nicht mit diesem Nissan Leaf machen kann, muss man ganz klar sagen, wären diese Touren, die ich mache, von Kiel nach Berlin und zurück. Es sind fast 800 Kilometer am Tag, 380 Kilometer eine Richtung und dann bin ich ja nur 2 Stunden in Berlin. Das heißt, da wird der Akku nicht abkühlen. Das muss man wissen, dann ist es kein Problem. Was natürlich die hohen Temperaturen beim Akku anrichten, sieht man dann auch bei der Akkualterung von den älteren Nissan Leaf-Modellen. Und zwar ist es so, dass dort schon deutlich höhere Alterungserscheinungen zu sehen sind und teilweise die Restkapazität nur noch bei 70 oder 80% bei deutlich weniger Kilometern und auch geringerer Zeiträume zur Verfügung stehen. Also, hier zeigt sich ganz deutlich, dass Tesla beim Thema Akku-Thermalmanagement weit vorne ist und hier die Akkus auch sehr lange halten. Wenn dich das Thema Tesla noch mehr interessiert, kann ich dir hier den Kanal von CBC This Morning empfehlen. Und zwar ist da vor einigen Wochen, da musst du so ein bisschen runterscrollen oder auch einfach nach Musk suchen, sind einige Videos von Musk, denn CBC war für die Tesla Model 3 Produktion im Werk und ist sogar auch ins Werk gekommen. Also sie sind einer der wenigen Firmen, wenigen Medienunternehmen, die dort filmen konnten und haben hier also auch einige interessante Videos zu dem Thema gedreht, Interviews gemacht. Also schaut euch das an. Ich fand sie ganz interessant. Vor einiger Zeit hatte ich ja schon von KitKar gesprochen, und zwar ist es ein vierrädriges Lastenfahrzeug, das wird jetzt umbenannt in Loadster, was mit elektrischer Unterstützung fährt. Dieses Lastenfahrzeug ist für den urbanen Bereich gedacht. Ich finde es ganz interessant. Hier haben wir jetzt weitere Bilder, um uns dem Thema etwas näher zu widmen. Schaut euch die Bilder und den Artikel einfach mal an, wenn euch das Thema interessiert. Was ich immer spannend finde, wir diskutieren hier auf dem Kanal über Themen und dann heißt es immer, ach schade, dass es dies oder jenes noch nicht gibt und wumms, es ist da. Zum Beispiel den Vehicle-to-Grid-Lader für den Heimgebrauch. Also sprich beim Thema bidirektionales Laden, da hatten wir ja über das Thema gesprochen. Ich kann das Video nochmal einblenden lassen, sodass du weißt, worüber ich rede. Dass es noch keine Geräte für Deutschland für den Heimgebrauch gibt. Jetzt ist es so, dass der britische Energieversorger OVO Energy einen Vehicle-to-Grid, also bidirektionalen Lader für den Heimgebrauch mit einer Leistung von 6 kW vorgestellt hat. Im ersten Schritt wird er im Sommer kostenlos an 1000 Besitzer des Nissan Leaf ausgehändigt, denn es ist so, dass im Moment nur Autos mit CHAdeMO-Ladung überhaupt in der Lage sind, bidirektional zu laden.
Das kann sich in der Zukunft ändern, weil auch im CharDemo, im CCS-Protokoll diese Option vorhanden ist, aber die ist noch nicht sozusagen aktiviert. Auch nicht alle Autos, die CharDemo-Lader haben, können bidirektional laden. Das hängt natürlich auch vom Auto selber ab. Ich finde es ganz spannend. Wie gesagt, kaum drüber gesprochen ist er da. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen dauern, bis er dann auch nach Deutschland kommt, aber hier ist auf jeden Fall Bewegung drin. Dann habe ich einen sehr interessanten Artikel in der Wirtschaftswoche gelesen über den VW-Chef Herbert Diess. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass VW zum Marktführer in der Elektromobilität werden will. Ich fand, da gab es schon einige gute Argumente, warum das möglich ist. Jetzt hier in diesem Fall wird nochmal die Historie von Diess aufgerollt und seine Aussagen bzw. seine Ziele unter die Lupe genommen. Und das ist richtig interessant. Denn Diess ist ja jetzt als neuer VW-Chef dafür da, VW in eine entsprechende Richtung zu leiten. Im Moment rätselt natürlich noch das Management, in welche Richtung es geht, aber es, wenn man das von außen sich anschaut, sehr deutlich. Und zwar ist es so, dass er Volkswagen mit Vehemenz auf Elektromobilität trimmt. Und dadurch könnte er als Wegbereiter der Elektromobilität sogar Tesla-Chef Elon Musk in den Schatten stellen. Und zwar warum? Musk, das muss man ganz deutlich sagen, kommt der Verdienst zu, die Technik auf die Agenda der Autobauer gebracht zu haben. So hier die Aussage von der Wirtschaftswoche. VW hat jetzt die Möglichkeit, die Technik, die aktuell noch hauptsächlich im Luxussegment, also die Elektromobilität, die hauptsächlich im Luxussegment angesiedelt ist, zu befreien und der Masse der Autofahrer verfügbar zu machen. Das heißt, sie so weiterzuentwickeln, dass sie als günstige Alternative zum Diesel und Benziner in Form eines Elektroautos zur Verfügung steht. Tesla macht das ja mit seinem Model 3. Hier wird jetzt in der Wirtschaftswoche natürlich wieder von Produktionsproblemen gesprochen, aber wie gesagt, ich finde, man sollte das relativieren, denn es werden schon viele Autos produziert, es wird die Produktion deutlich gesteigert und bei anderen Autoherstellern kriegen wir es einfach nicht mit, was sie für Probleme am Anfang haben. Tesla ist da sehr offen. Aber das Entscheidende ist, dass Diess hier schon in seiner Zeit bei BMW die Elektromobilität sehr gefördert hat und auch in seinem Wirken bei VW von Anfang an immer auf das Thema Elektromobilität sich konzentriert hat. Und lest euch mal den Artikel durch, teilweise auch schon sehr interessante Ansichten vor vielen Jahren zum Thema Elektromobilität hatte. Und so sagt er zum Beispiel auch, dass die Elektromobilität kein Wettbewerb zwischen Autoherstellern, sondern zwischen Ländern, also zwischen Fertigungsstandorten sein wird. Deswegen sagt er auch, es ist wichtig, dass die deutsche Regierung sich zum Thema Elektromobilität bekennt, damit dann auch der Wirtschaftsstandort Deutschland entsprechend ausgerichtet werden kann. Und wenn das fehlt, führt das eben halt dazu, dass hier nicht nur der Wettbewerb unter Unternehmen verloren wird, sondern eben halt zwischen den ganzen Ländern. Also ein wirklich interessanter Artikel, lest euch den mal in Ruhe durch. Wie immer findet ihr unter dem Video die Links zu den Artikeln. Dieser Artikel ist wirklich lesenswert. Zum Schluss noch eine letzte Nachricht vom Sprinter. Und zwar wissen wir jetzt endlich, mit welchen Akkuoptionen er auf den Markt kommt. Und zwar ist es so, dass es zwei Batterievarianten geben wird, einmal 41 und einmal 55 Kilowattstunden. Je nachdem, welche Größe an Batterie drin ist, hat man eine Zuladung von 900 bzw. 1040 Kilogramm. Die Reichweite soll bei der kleinen Batterie bei 115 Kilometer liegen und das ist dann aber auch eine realistische Alltagsreichweite bei dem größeren Akku dann bei 150 Kilometer. Geladen kann mit 7,2 Kilowatt an der Säule. Es soll aber auch eine Schnellladeoption geben, aber darüber steht hier nichts. Das heißt, der Sprinter ist hier durchaus für den urbanen Bereich oder den Speckgürtelbereich interessant, denn zum einen ist die Zuladung ja noch relativ hoch mit fast einer Tonne bzw. über einer Tonne und die Reichweite mit bis zu 150 Kilometern durchaus
praxisnah, weil es eben halt auch hier wirklich um eine Reichweite geht, die man im Winter erreichen kann und unter normalen Bedingungen. Soweit zu den heutigen E-Auto-News. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, stellt das hier über das Elektroauto im Point of Interest ein und vor allen Dingen auch die Benachrichtigung, damit ihr die Informationen bekommt, wenn neue Videos kommen. Wie gesagt, sie kommen regelmäßig Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag und zusätzlich unter der Woche hin und wieder, wenn ich entsprechend Zeit habe. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf eure Kommentare und Ergänzungen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Dirk Henningsen.